Ja, liebe Freunde, willkommen zurück zur Kachel Challenge und damit heute auch zum letzten Part, denn ich werde jetzt die Challenge hier mal beenden und ja, bin eigentlich schon relativ stolz darauf, wie diese Stadt hier so gelaufen ist. Also wir sehen es hier schon im Hintergrund, wir haben im Endeffekt mit dieser Map hier es nicht ganz so einfach gehabt, weil wir ja doch hier relativ viel Wasser gehabt haben. Das heißt, der Platz, den wir mit einer Kachel schon limitiert haben, ist noch weiter limitiert worden durch die Map selbst. Aber alles in allem ist es eigentlich richtig gut gelaufen. Jetzt werden wir zum Abschluss hier einfach mal unsere Stadt so ein bisschen anschauen. Werden dann vielleicht auch darüber reden, was man so beim nächsten Mal besser machen könnte. Weil ich habe ehrlich gesagt Lust, so eine Challenge nochmal zu machen. Und ja, vielleicht habt ihr auch Tipps, wie ihr es in Zukunft angehen würdet. Von Anfang an vielleicht schon gewisse Dinge anders planen, damit ja, alles einfach noch ein bisschen besser läuft. Also, wir sind jetzt aktuell bei 26.000 Einwohnern. Das heißt, da hat sich schon viel getan. Man sieht, dass man hier aber noch immer viel Potenzial hat. Wir haben jetzt zwar schon einige richtig hohe Häuser, aber hier ist noch viel mit mittlerer Dichte. Ich glaube, niedrige Dichte haben wir jetzt soweit gar nichts mehr. Das haben wir jetzt alles. Doch, hier noch. Frühlingsstraße 304. Null Wohnsitze. Wollen wir gleich abreißen hier? Nein, im Endeffekt ist es natürlich schön, dann haben wir wenigstens hier eine ganz nette Hütte. Die schaut hier auf unsere Müllverbrennungsanlage. Gut, doch nicht so nett. Schau lieber in die andere Richtung. Es hat schon was. Ich mache hier noch ein Foto für Instagram. Da werde ich dann ein paar Fotos von unserer Stadt hier noch posten für diejenigen, die es dann auch anschauen wollen. Ein paar habe ich schon gemacht. Ja, so sieht das Ding also aus. Was ist so mein Fazit? Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal die einzelnen Bereiche durch, um das Ganze so ein bisschen zu besprechen. Fangen wir mal mit dem Strom an. Strom ist für mich schon mal ein wahnsinnig kritischer Punkt. Wir haben im Endeffekt, wenn man jetzt so schaut, hier oben dieses Eck genutzt, um ja, mit Windkrafträdern zu beginnen, haben jetzt dann gegen Ende auch noch eine Müllverbrennungsanlage gebaut, weil das Problem Müll und das Problem Strom auf einem Schlag lösen könnte. Dazu das Notstromaggregat, also dieser riesige Akku, falls uns mal der Strom ausgeht, der ist momentan mit 750 Megawatt voll. Was gut ist, denn ja, wenn dann vielleicht mal nicht genug Müll da ist, um verbrannt zu werden, geht die Leistung und die Stromproduktion runter. Dann macht es natürlich Sinn, dass hier der Akku einspringt. Ja, Strom, aber wie gesagt, ein Thema, weil im Endeffekt muss man halt schauen, dass man dann wirklich auf effektive Kraftwerke umsteigt, die vielleicht klein sind. Müssen wir dann schauen, oder müsste man dann schauen, was es hier noch so gibt. Ich habe mich noch nicht so richtig damit beschäftigt. Da müsste man wohl alle mal freischalten und dann schauen, welches wie viel Platz braucht, um das ganze Thema zu lösen. Weil vielleicht schafft es ein, keine Ahnung, Solarkraftwerk und man kann sich das Ganze hier sparen. Ich habe es jetzt auch so gelöst, ja, im Endeffekt, dass wir hier zwei Umspannwerke haben. Das heißt, ein Umspannwerk kann ja ca. 80 Megawattstunden Strom transportieren. Das heißt, wir haben aber schon mehr als das, also ist schon mehr als ein Umspannwerk notwendig. Also hier oben eins, hier unten eins und jeweils eine Starkstromverbindung hin. Dann habe ich später auch genutzt, dass wir hier so ein paar freie Plätze haben und habe hier auch noch Windkrafträder reingepflanzt. Ist jetzt zwar in der Schulgegend nicht unbedingt schön, aber Fakt ist, wir haben halt einfach keinen Platz. Ja, was sieht man sonst noch so? Wenn man das Wasser anschaut, dann haben wir das Problem eigentlich recht gut gelöst. Wir haben hier sogar noch Möglichkeiten, die Kapazität zu erhöhen durch einen zusätzlichen Wasserturm. Das heißt, hier bin ich sogar etwas überdimensional unterwegs, was das Wasser angeht. Auch beim Abwasser haben wir noch mehr als genug. Der Vorteil von Wasser und Abwasser ist halt, wenn du so eine Wasserquelle hast, du brauchst nicht viel Platz. Du kannst dir hier eigentlich, ohne viel Platz zu verlieren, alles Mögliche aufbauen, um auch eine richtig große Stadt zu schaffen. Klinik ist ein Problem. Hier unten hatten wir die eine, die eigentlich schon ziemlich gut ausgebaut war, aber wir hatten trotzdem wahnsinniges Problem mit der Gesundheitsfürsorge. Deswegen habe ich hier oben jetzt noch eine Klinik gebaut. Die ist jetzt noch nicht so voll, aber ja, das wird mit der Zeit auch passieren. Und man sieht hier jetzt schon als nächstes Warten auf den Leichenwagen, dass also das hier auch ein Thema ist. Wir haben keinen Friedhof und das Krematorium kommt nicht nach. Das heißt, auch hier muss man schauen, dass man voll ausbaut. Wir haben hier zum Beispiel keine Verstorbenen und Anführungszeichen auf Lager, aber man muss halt schauen, dass sie schneller abgeholt werden. Dementsprechend bräuchte man mehr Leichenwagen. Die kann ich hier aber auch zum Beispiel nirgends hinbauen. Das heißt, eine große Herausforderung dieser Challenge ist definitiv, Platz für Servicegebäude zu haben und vor allem eben auch diese Servicegebäude dann erweitern zu können.
Also das fängt hier schon bei solchen Dingen an, geht dann aber auch mit den Schulen weiter. Auch da hier relativ krass, ich habe eine zweite Grundschule gebaut, hier oben. Die ist auch schon wieder voll, die ist aber auch schon ausgebaut, 1500. Das heißt, wenn man sich die Schulen so anschaut, sehen wir Grundschule natürlich krass, da gehen am meisten Leute hin. Sekundarschule erstaunlich wenig. Dann sehen wir College und Universität. Das heißt, hier sehen wir, dass wir überall klarkommen. Großes Problem ist halt tatsächlich die Grundschule. Aber im Endeffekt ist es auch schaffbar. Aber man sieht halt auch, diese Schulen brauchen so wahnsinnig viel Platz. Da gibt es dann auch noch coole Erweiterungsgebäude wie ein Universitätspark und so. Kann man alles nicht bauen bei der Challenge. Ja, mit Feuer haben wir zum Glück nicht so das Thema. Also wir haben hier eine Feuerwehr und tatsächlich nur eine Brandgefahr von 27%. Das heißt, jedes vierte Haus brennt. Na, klingt eigentlich nicht so gut. Aber im Endeffekt, man sieht, es ist kaum was. Also zwischendurch sieht man es mal. Aber nicht weiter tragisch. Müll war ein Thema. Unsere Mülldeponie, die wir vorhin hier hatten, bevor ich umgebaut habe, die war ja tatsächlich mit 900 Tonnen voll. Müll braucht halt wahnsinnig viel Platz. Das heißt, wenn man diese Kachel-Challenge machen will, dann muss man halt wahrscheinlich schauen, dass man so schnell wie möglich eine Müllverbrennungsanlage baut. So, dann das Thema. Also Feuerwehr hatten wir eigentlich auch schon. Schulen hatten wir schon, Müll habe ich übersehen. Ja, passt. Dann Polizei ist jetzt soweit auch nicht tragisch. Diese eine Polizeistation schafft es. Ich habe zusätzlich noch ein paar die Erweiterung zu den Streifenwagen gebaut. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt 12 aktive Fahrzeuge. Das Thema ist, es gibt ein paar Verurteilte schon. Das heißt, jetzt müsste man dann schon beginnen mit Gefängnissen. Wir haben 3 Verurteilte, haben aber kein Gefängnis. Langzeithaftanstalten sind es. Die sind auch relativ groß. Die haben wir mal in unserem anderen Let's Play auf einer Insel gebaut, wenn ihr euch erinnern könnt. Das heißt, das auch ein Thema. Transport, da kann ich euch nur den Tipp geben, wenn ihr Straßen anlegt und Raster anlegt für diese Gebäude dann hier, dann lasst Platz. Weil ich hatte jetzt wirklich das Problem, hier irgendwo U-Bahn-Stationen zu bauen. Weil, ja, es alles hier so wahnsinnig eng ist, dass ich kaum Platz hatte, um ja, das alles sinnvoll zu legen. Das heißt, hier vielleicht schon beim Bau mit überlegen, wo U-Bahn-Stationen sinnvoll sein könnten und diese dann berücksichtigen. Was man zum Beispiel gut machen kann, ist hier gegenüber von einer U-Bahn-Station gleich ein Parkhaus. Und weil da hat man nämlich hier auch, zum Beispiel hier habe ich ein bisschen Platz gegenüber. Dann kann man nämlich diesen Platz ausnutzen, dieses kleine Fleckchen hier, und hat auch die Kombi, dass Leute theoretisch ihr Auto hier parken können und mit der U-Bahn weiterfahren. Ja, dann haben wir noch das Thema Parks. Ja, habe ich ein bisschen vernachlässigt, hätte man sicher mehr machen können, aber die Leute sind definitiv zufrieden. So, was gibt es sonst noch Schönes hier zu beachten? Wir haben jetzt gerade das Thema mit den Kunden. Nicht genügend Kunden, aber das ist halt sowieso immer das Thema. Kommt jetzt natürlich darauf an, ich habe hier jetzt schon die höhere Dichte beim Gewerbe freigeschalten und schon gebaut. Das ist die hier. Und dementsprechend kann ein so ein Gebäude oder ein Fleckchen hier natürlich wahnsinnig viele Kunden versorgen. Das heißt, du brauchst die Kunden entweder in der Nähe oder sie brauchen Parkmöglichkeiten, damit sie hinfahren können. In dem Fall hier unten haben sie beides nicht. Die Parkhäuser sind hier oben, hier, ja gut, hier drüben sind noch welche, aber das ist nicht optimal. Das heißt, hier könnte man auch irgendwie eine Parkmöglichkeit machen oder man muss einfach schauen, dass um diesen Kerngewerbe vielleicht noch höhere Dichte von Wohngebäuden ist, dass man dann einfach hergeht und sagt, ja, keine Ahnung, ich widme hier noch was um. Das hier zum Beispiel, keine Ahnung. Und dann haben wir hier mehr Kunden in der Nähe. Das wäre auf jeden Fall noch ein Vorteil. Also das könnte man beachten. Was sieht man sonst vom Stau her? Interessanterweise sieht man hier zum Beispiel, dass es in der Stadteinfahrt vor ein paar Minuten, bevor ich aufgenommen habe, habe ich noch gemütlich meine Tiefkühlpizza gefuttert, das Spiel laufen gelassen und halt so ein bisschen Zonen erweitert. Da war hier wahnsinniger Stau. Der ist jetzt wieder weg. Also das sind immer so Phasen. Jetzt haben wir hier oben Stau. Und ich kann auch gar nicht so richtig sagen, warum das ist. Also es liegt anscheinend an dieser Kreuzung hier gerade, aber ja, im Endeffekt ist es halt einfach zu viel. Das heißt, wenn ihr die Kachel-Challenge macht, vielleicht auch schon früh genug die richtig großen Straßen freischalten, die dann sechsspurig sind, und diese hohe Dichte an diesen Straßen bauen und eben nicht hier an zu kleinen Straßen. Das heißt, hier sind wir schon ein bisschen überlastet. Das vielleicht auch noch so als Tipp. Wo es sich übrigens auch gerne staut, diesen Tipp habe ich schon öfter gegeben, aber ich sage es jetzt nochmal dazu, ist bei Parkhäusern. Also jetzt im Moment geht es sogar einigermaßen. Aber man sieht hier zum Beispiel,
der, wie heißt er? Oh, sie, Iana Hauser. Eine Bikerbraut, die aus, ist, ja, sieht wirklich aus wie eine Bikerbraut, voll cool. Die will hier links abbiegen und schaut euch mal den Stau an, weil die Leute hinter ihr warten müssen, bis sie abgebogen ist. Und die Leute wollen halt immer bei den Parkhäusern einbiegen. Hier sehen wir es und die halten dadurch halt einfach wahnsinnig viel Verkehr auf hinter sich. Nur damit die einen einbiegen können. Das heißt, auch das beachten. Und weil ich es gerade sehe mit so vielen Fußgängern hier überall, was vielleicht auch ganz wichtig ist, bei großen Straßen könnt ihr es so machen, dass ihr die Fußwege überirdisch, also überirdisch meine ich nicht, sondern über der Straße drüber macht. Das hat jemand von euch in den Kommentaren geschrieben, dass 7,5 Meter ausreichen. Ich habe es nämlich teilweise mit 10 Metern gebaut. Das hat den Vorteil, dass die Leute, wenn sie jetzt drüber gehen, hier sehen wir es, zum Beispiel, der kleine Smart hier muss warten, bis die Leute hier drüber gegangen sind. Wenn die überirdisch gehen, kann er einfach frei fahren. Das heißt, so hast du auch mehr Verkehrsfluss in der Stadt. Das haben wir hier zum Beispiel gemacht. Und hier sieht man schon, schaut mal, wie viele Leute hier drüber spazieren. Und die würden eben sonst auf der Straße rumlaufen und den Verkehr vor allem bei den Abbiegern aufhalten. Ja, sonst, das mit der Post, ehrlich gesagt, habe ich jetzt größtenteils ignoriert. Ich habe da eine Poststelle gebaut, da sieht man, dass man auch schon am Limit ist. Telekommunikation ist zum Glück kein Problem, weil da stellst du irgendwo einen Mast hin und es passt wieder. Also die größten Probleme sind meiner Meinung nach wirklich die Servicegebäude und der Verkehr. Und das Schwierige ist halt jetzt, den Verkehr noch zu optimieren oder umzubauen. Weil natürlich könnte ich jetzt sagen, okay, ich mache diese Verbindungsstraße hier runter sechsspurig, diese hier rauf und runter sechsspurig, um eine große Straße zu haben oder vielleicht sogar einen Gürtel, wie man es so schön nennt, der hier zum Beispiel so entlang geht und sechsspurig ist. Könnte man früh genug bauen, dann würde man sich später einiges an Arbeit sparen, weil jetzt gehe ich das nicht mehr an, dass ich hier dann die Gebäude verschiebe. Also den Stress tue ich mir dann echt nicht mehr an. Jetzt mache ich gleich ein Foto, das sieht nett aus. So. Und auch das könnte man frühzeitig planen. Und ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Vom Geld her ist es sowieso kein Thema. Also dann nehmen wir so unfassbar viel ein, 10 Millionen Steuern, aber auch die Dienstleistungen 1,7. Das heißt, mit den Dienstleistungen können wir schon einen richtig großen Teil unserer Ausgaben abdecken, was eigentlich auch ganz cool ist. Und ja, bei dieser Map war ja zusätzlich noch die Herausforderung, dass man hier diese Stadteinfahrt hat. Die ist im Endeffekt gar nicht so unpraktisch, weil dadurch entlastet man natürlich den restlichen Straßenverkehr. Aber ein bisschen nervig, dass das halt nur eine Bundesstraße war und dass du da hier keine große Schnellstraße hast mit einer guten Abfahrt und hier auch nichts bauen kannst. Also du müsstest hier quasi diese Kacheln dazu kaufen, dann kannst du hier eine schöne Abfahrt machen und schöne Stadteinfahrt quasi. Ich würde es wahrscheinlich eher hier machen, dass es so gegenüber von der anderen ist. Aber ja, das sind so die Themen, die wir haben. Also ich würde ganz ehrlich sagen, dass wir es jetzt hier belassen werden. Ich werde auch eine kleine Pause zu City Skylines einlegen. Ja, mich haben einfach gewisse Dinge so ein bisschen frustriert. Ihr habt es ja mitbekommen im letzten Part, vor allem mit der Stromversorgung, dem Bau unterirdisch oder auch der Wasserversorgung oder U-Bahnen. Es ist vieles extrem mühsam und ich hoffe, dass sie da einfach in Zukunft ein bisschen was patchen und besser machen, beziehungsweise warte ich vielleicht jetzt mit dem nächsten Let's Play und der nächsten Kachel-Challenge dann auf den Mod-Support, weil auch der dürfte dann ganz interessant werden. Und ja, dementsprechend, ja, bleibt dem Kanal einfach treu. City Skylines 2 wird auf jeden Fall weitergehen. Und ja, wenn ihr Ideen für Challenges habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Bin auf jeden Fall offen dafür. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als Danke zu sagen. Vielen Dank fürs Einschalten. Hat großen Spaß gemacht. Schöne Challenge. Ich finde es irgendwie schön, wenn man sich so eine Aufgabe stellt und nicht einfach nur drauf losbaut. Also ja, wie gesagt, hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Schreibt eure Meinung in die Kommentare und dann sehen wir uns hoffentlich bei den anderen Videos, beziehungsweise dann bei City Skylines 2 wieder. Bis bald. Danke. Ciao.